Ja, Leute, ich kann was gehen. Ich bin mal wieder hier. Rede mal wieder. Ich bin mal wieder am Laberlaune, würde ich einfach mal sagen. Und ja, bevor ich jetzt hier groß reden schwinge, was ich am Ende eh tun werde, das heißt jetzt schon. Wie ihr mitbekommen habt, ist ja der Kanal von ABTV, dürfte euch allen ein Begriff sein, ein sehr bekannter Fortnite-YouTuber. Macht sehr lustige Videos, ich glaube, da hat der eine oder andere schon definitiv von uns drüber gelacht, der das Video auch sehen wird. Ein Corona will ich sagen, wenn euch das Video gefällt und ihr die Wahrheit wissen wollt, was jetzt wirklich mit ASITV los ist, was da passiert ist, was passieren wird, dann teilt das Video einfach mal damit viele Leute mitnehmen. Es gibt ja in der letzten Zeit viele Leute, die den Kanal von uns ASITV faken und so tun, als würde er sich einen neuen Kanal erstellt haben. Wie gesagt, sein Kanal wurde gelöscht, weil er gegen die neuen Community-Richtlinien verstößt. Wir wissen ja alle, ist ASITV ist mal einer, der gerne mal gegen ein paar Regeln verstößt, der mit dem Content hauptsächlich unterstützt ist, aber auch der, ich sag jetzt mal, feindselig gesinnt war, also sehr viel Hate und sowas, ich sag jetzt mal, dazu verbreitet hat, sehr viel Spannung und Spaß auf seinen Kanal mitgebracht hat. Manche Leute fühlten das halt nun mal nicht, was man ihnen ja auch nicht verübeln kann. Sag ich jetzt mal. Oh, hops genommen, Leute. Auf jeden Fall, manche Leute konnten sich damit natürlich nicht identifizieren, ist aber jetzt auch kein Drama. Auf jeden Fall wurde der Kanal deswegen gelöscht. Jetzt also die V-Kanal ist auch derzeit halt, wie gesagt, gelöscht, komplett weg. Er hat auf Insta ein Statement dazu hochgeladen, dass sein Kanal halt gelöscht worden ist, falls es Leute nicht gesehen haben, falls er gar nicht viele Abonnenten auf Instagram hat. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es nicht alle gesehen haben, weil halt auch noch viele Leute glauben, er hätte einen Zweitkanal. In dem Statement hat er gesagt, dass sein Kanal gelöscht worden ist und dass er sich niemals einen Zweitkanal stellen wird. Also Leute, den Zweitkanal aktuell von den Leuten, die jetzt hier gesehen mit jetzt ASITV im Namen und darauf Klicks abschauen, Leute, bitte supportet diese Leute nicht, das ist so 100% fake. Ich habe selber gesagt zu Leuten in der Story, die seinen Namen gefunden, warum der Haarsohn ihn fake. Auf jeden Fall an der Stelle, er hat auch gesagt, er wird alles dafür tun, dass er seinen Kanal zurückbekommt, dass er wieder Content für uns, für euch produzieren kann. Wie gesagt, das Große und Ganze mit diesen ganzen zwei Kanälen, das ist einfach nur Müll. Er hat keinen Zweitkanal, die Leute faken das einfach nur, um darauf auf seinen Nacken, sag ich mal, Klicks und Abonnenten zu machen. Manche Kanäle davon haben schon teilweise über 6.000, 7.000 Abonnenten gemacht innerhalb von 4 Tagen, weil die halt wirklich lachen sind. Echt, also Leute, falls jetzt welche von euch diese Videos sehen oder von Leuten, wo der Inhalt verdreht worden ist, vielleicht die Leute, die es auf YouTube bekommen haben, die sich jetzt, ja, das ist real, er hat das auf Insta gesagt, gemacht, getan. Auf jeden Fall, die ganzen zwei Accounts sind an der Stelle fake. Er hat keinen zweiten Account und sein Kanal wurde, wie gesagt, aktuell gelöscht wegen den Inhalten auf seinen Kanal. Er hat dagegen Widerspruch eingereicht, er will seinen Kanal wiederherstellen. Wir werden gucken, ob danach noch die alten lustigen Beispielvideos und sonstiges da sind, wie Kenneck in Weihnachten oder nicht. Oder Kennecks erstes Weihnachten sogar. Ob das diese Videos noch da sind oder nicht. Wenn nicht, ist natürlich sehr schade. Wenn er am Ende doch einen zweiten Kanal aufbauen müsste, wäre auch sehr schade. Auf jeden Fall Standpunkt jetzt sind diese zwei Kanäle oder eher gesagt die ganzen Kanäle, die so heißen, halt wie gesagt fake. Ich kann mich schon wieder wiederholen. Das gibt's nicht und das war es dann eigentlich auch an der Stelle. Also wenn ihr euch über diese Aufklärung, sage ich jetzt mal, gefreut habt oder allgemein jetzt froh seid, dass ihr wisst, was los ist und diese ganzen Faker mal auswenden könnt und ignorieren könnt, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Könnt auch sehr, sehr gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Das ist natürlich keine Pflicht, aber würde mich trotzdem freuen. Und wenn ihr wollt, dass euch die Wahrheit wissen, teilt halt sehr, sehr gerne das Video auf Ehren.